Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Feeds Beast Infinity Skyblock. So, da vorne habe ich schon mal alles weggeräumt und eine Fläche vorbereitet. Was ich auf jeden Fall sagen würde, wir springen hier ein Kabel mit einem Import-Bus noch an. Was wir auf jeden Fall brauchen werden, sind die 4 Looting Spikes. Ich würde sogar gerne mal schauen, wie der Ender-Collector funktioniert, weil der soll genau das machen, was wir vorhaben. So, wenn ich das jetzt mal hier platziere. Ja, in so einer Range. Dann bräuchte man den Vakuumhopper nicht. Lassen das mal so. Wir brauchen das Dark Glass. Wir brauchen ein bisschen Burnt Quartz. Einfach halt für die Ästhetik. Ja. Also manchmal frage ich mich, wie man meinen könnte, dass ich ein Spasti bin. Oh, hier. 23 Iridium. Nehmen wir mit. Weißt du was? Wir machen das einfach mal hier den Test. Wir haben jetzt dann Truhe. Bis 3,5 geht. Oh, vielleicht sollten wir den Magnet ausmachen. Okay, gut zu wissen. Also, die untere Seite ist da, wo es reinkommt. Da fängt das auf. Alles klar. Gut zu wissen. Ja. Und noch ein bisschen so. Ein bisschen Quarz werden wir noch brauchen können. Und zwar hatte ich mir überlegt, wenn wir eine 4x4 Kammer haben, machen wir die einfach hier hin. Ja, so von der Proportion dachte ich. Und dann halt etwas nach oben gebaut. Halt, wo du dann die Endermans auch spawnen können. So ungefähr, ja. Das sieht bestimmt ganz gut aus, sagte er, aber es sah nicht gut aus. Es sah beschissen aus. Wir müssen auch noch schauen, wie wir hier an die Energie dafür rankommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass da im Pack auch was verändert wurde. Wenn das so ein Trivodo schon bei TWP schafft, ne? Da wird das hier so ein, ich weiß gar nicht, wie das Pack ist. Auf jeden Fall nicht Direwolf. Sonst wird das ja irgendwie Direwolf-mäßig heißen. So. Und dann hier von den Seiten können wir dann dicht machen. Oh, das sieht auch schon gar nicht mal so scheiße aus. Sondern nur verdammt scheiße. Ja, wobei, so scheiße sieht es echt gar nicht aus. So. Die Spikes bringen wir dann hier, dachte ich so an. Dass man da auch nur gegenlaufen kann. Hier eine Glasfront rein. Weißt du, dass wir hier so überall so eine Killcam haben, ne? Killcam, auch wundervoll ausgedrückt. Also.
Wir brauchen dann auf jeden Fall Conveyables, aber nicht die hier. Wir nehmen hier die guten alten von Mindfactory Reloaded. Drücke ich noch beschissen aus. Okay, was brauchen wir noch? Noch ein paar Gloucester Nooks. Weil hier oben soll möglichst nichts spawnen. Machen wir hier überall in die Ecken was rein. Sehr schön. Auf den Teilen kann ja, glaube ich, eh nichts spawnen. Sehr schön. Oh, da kann doch drauf spawnen. Machen wir hier die Truhe dran. Da machen wir volle Reichweite 3,5 und das sollte reichen. Testen wir das noch einmal. Sehr schön. Das passt perfekt. Okay, einen Import-Bus werden wir brauchen. So. Wir haben kein Holz mehr. Okay, mach mal 100. Ich werde auch irgendwann nochmal eine Baumfarm extra für Sprucewood anpflanzen. Anschaffen, einfach damit wir was machen können. Auf Vorrat haben. Aber das werde ich dann wahrscheinlich schauen. Ich werde so ein paar Sachen noch ins Last Millennium auslagern müssen. So. Ganz kurz mal die Zeit benutzen, um mich zu recken und strecken. Ah, überwiegend, um mich zu recken. So, zurück zum Importbus. Flup. Importbus. Ach, ich nehme euch mal alle mit. Manchmal so. Ja, habt ihr nicht alle mit, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann ist das eben euer Problem. Wieso laber ich jetzt schon wieder so wie ein Psycho? Oh, stimmt, ich bin ein Psycho. Warte mal. Haben wir noch Dense Cable, das wir darüber schicken können? Können wir noch welches machen? Moment. Das machen wir mal ganz kurz. Wolle haben wir ja genug. Stück sollte sogar reichen. Ich weiß nicht wieso, ich war gerade irgendwie dabei, Redstone das zu sagen. Aber Redstone haben wir ja auch noch. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Projekt, was hier nach kommt. Weil ich habe es ja schon mal angedeutet, ich werde nicht mehr allzu viele Modpacks zocken, jetzt also überwiegend. Hier sind 8 dran, das ist kein Thema. Hoppala. Hey. Mal kurz das Mampfen. Einfach weil, naja, ich bin ehrlich, Minecraft ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele, so ist es nicht. Aber ich habe das schon mal gesagt, irgendwie ist gefühlt Minecraft in letzter Zeit auf dem absteigenden Ast. Was will ich damit ausdrücken? Es ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Ich meine, es ist immer noch ein super Spiel, keine Frage. Halt. Hier ist die Truhe, genau. Machen wir dazu, mehr müssen wir nicht machen. Super. Import Bus. Dann schauen wir mal. Sehr schön. Das geht rucki die zucki weg.
Dann brauchen wir ein wenig Dark Steel. Können wir das herstellen? Sollte eigentlich. Refined Iron. Machen wir mal so. Obsidian. Und ab damit in die Induktionsschmelze. Aua. Sehr schön, richtig am Arbeiten. Dann können wir ja schon mal was vorbereiten für den Powered Spawner. So, was haben wir denn davon alles? Okay, so gut wie gar nichts. So, wir brauchen ein Set Logic Controller. Slice and Splice haben wir da oben. Set Logic. Redstone, Silicon, alles klar. Solarium, machen wir mal zwei Stück davon. Start. Wie sieht das währenddessen hier aus? Das ist ja noch schön am Craften. Also ich schätze mal, morgen haben wir das auf jeden Fall. Solarium haben wir. Silicon brauchen wir zwei Stück. Ein Redstone. Und einen Zombie-Head. Würde ich sagen, haben wir auch ein paar. Wir könnten das auch automatisieren, aber sehe ich jetzt nicht so wirklich den Sinn darin. Was ich aber finde, wir könnten Capacitor vorreiten. 8 Stück, weil wir ja... Ja. Ich möchte den Spawner, wenn auch schon, upgraden. Welche Solar haben wir jetzt? Ich würde mal schauen, dass wir vielleicht hier von 8 hinkriegen. Ja, das ist kein Thema anscheinend. Ja, das einzige Nervige wird sein, den Dungeon Smelter, sag ich mir auch mal irgendwann upgraden. So, und Machine Chases brauchen wir. Oder Chases. Zack. So, wie sieht das jetzt allgemein aus? Da warten wir auf die Laser. Womit sind die beschäftigt? Die sind aber am Werken. Oh, warte mal. Jetzt sagen wir nicht hier. Das ist jetzt ein Witz. Wenn ich jetzt hier cancel. Oh, sehr schön. Von denen ist ja noch keins fertig, genau, dann kann ich ja jetzt wieder 13 reinmachen. Das können wir später noch upgraden. Das ist ja nicht so wirklich das Thema. Oh Gott. Enderium brauchen wir mal was. Mach ich mal 4 Stück. Hier, das hier kann ich jetzt mal abbrechen. Genau wie das. Und dann nehme ich... Nee, warte mal. Der wird gerade beansprucht. Genau. Ja, aua. Icke weiß Bescheid. Okay.
viel haben wir jetzt da rausbekommen? Okay. So müssen wir es mindestens machen. Zack, zack. Ja, den sollen wir echt dringend upgraden. Enderium sollte jetzt aber fertig sein. Sehr schön. Jawohl, ja. Okay, Spawner. Da waren wir bei den Vibrant Crystals dran. Was fehlt denn noch? Vibrant Alloy Nuggets. Und was noch? Emerald Electron Tube. Können wir mal gerade ganz kurz wechseln das Rezept. Ich hoffe, das wird jetzt nicht beansprucht, also der Tamionic. Bitte. Gott sei Dank. Jetzt brauche ich nur Lapis, aber das haben wir ja hier direkt um die Ecke. Das kann dann auch sofort da wieder rein. Als wäre nie etwas geschehen. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich manchmal ein Vollidiot bin? Oder auch so ein Spasti gerne genannt? Wenn nicht, ich bin manchmal ein Spasti. So. Spawner. Nö, nicht stehen. 1, 2. 2 Rival Crystals. Electrical Steel brauchen wir jetzt noch. Das ist jetzt einfach Refund Iron mit Silicon. Oder auch Silikon. Um mal wieder hier so das alte Triggerrad zu aktivieren. Wie man sich an sowas auch nur aufhängen kann, da freue ich mich bis heute. So, machen wir doch schon mal Broken Spawner Parato. Da mache ich doch gleich mal zwei fertig. Wir brauchen einen Soulbinder. Haben wir den? Nein, Mist. Okay, das heißt, wir brauchen nur noch 4 Solarium. Dann haben wir den auch schon. Du. Spawner. Sehr schön. Den haben wir, den Empty Spawner. Ja. Es braucht alles so seine Zeit, ne? Soulbinder, den haben wir nämlich jetzt auch. Super. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Soul Vial mit dem Enderman. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Okay, zack, zack. 15 Level. 5. Gar kein Thema. Ach du heilige Scheiße. Ja, wie viel saugt es gerade? 511. Habe ich schon mal überlegt, das Ganze zu beschleunigen über den Octadeco Capacito. Ist auch noch nicht so wirklich so yellow from the egg, ne? Ich werde aber den alten Anvil nochmal brauchen. Machen wir den stehen. Hier haben wir 2. So, da. Kein Hühner.
froh, dass ich die Plage mal ausgerottet habe, ne? Ja, ich bin Minoa, ich habe von jedem zwei verwendet, also eingefangen. Verwendet. Ich habe zwei Schafe, zwei Kühe, zwei Schweine und zwei Hühner. Aber da ich ein bisschen dünner bin als Noah, habe ich natürlich von jedem nur das Männliche genommen. Also das wird keine super Paarungsnacht. So, wie viele Level da braucht das jetzt? 30? Nein, wir haben das nicht verdoppelt, das sind Ghost-Items. Machen wir mal so rum. Enderman, sehr schön. Haben wir noch Flux-Duct oder? Hardened und Resonant. Schauen wir mal ganz kurz rein, wie viel verbraucht er denn? 1600. Okay. Wie viele Capacitor haben wir jetzt? Ein. Ich muss mir doch was einfallen lassen, wie ich das mache. Einfachste wäre natürlich ein Solar Panel drauf und gib ihm, aber wo ist der nächste Strom? Der wäre hier drüben. Sollten wir uns überlegen. Werden wir auch, glaube ich, machen. Ja. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, was das für heute. Ich nehme gleich noch eine Folge auf, dann beheben wir auch das Problem. Und ich würde dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.